Nun schaut euch das an. Die eine Seite ist ganz genauso wie die andere Seite. Wäre es nicht aufregend, wenn es jemanden gäbe, der genauso wäre wie ihr, der alles täte, was ihr tut? So wie Zwillinge. Hier ist die Geschichte von einem Bruder und seiner Schwester. Brandon und Claire sind Zwillinge. Claire mochte ihren Bruder sehr gern. Und Brandon fand es gut, jemanden zu haben, mit dem er reden konnte. An regnerischen Tagen spielten sie Spiele wie Schlangen und Leiter. Ich bin oben auf der Leiter. Aber Brandon konnte es nicht ausstehen, gegen seine Schwester zu verlieren. Immer wenn Claire gewann, wurde er wütend und hörte auf zu spielen. Claire wollte genau wie ihr Bruder sein. Wenn er ein neues Spielzeug bekam, musste sie das gleiche haben. Wenn er neue Turnschuhe bekam, musste sie auch neue Turnschuhe haben. Jeder von ihnen hatte ein Tier. Und Claire gab ihrem Tier sogar den gleichen Namen, den Brandon seinem Tier gegeben hatte. Brandon dachte dabei, dass Panzer als Name für ein Kaninchen ziemlich albern klingt. Wenn Brandon mit seinen Freunden Rollschuh lief, kam Claire immer mit und war einfach nicht abzuschütteln. Sie jubelte sogar für das gleiche Footballteam. Kann ich mit Football spielen? Nein, das ist ein Spiel für Jungs. Was sagst du? Wenn die Großmutter vorbeikam, erzählte Brandon ihr von seinen Erfolgen. Zum Beispiel, dass er beim Laufen Zweiter geworden war. Weiter so, dann wird bestimmt mal ein großer Sportler aus dir. Prompt kramte Claire ihre Siegerschleife aus der Schublade, die sie im Vorjahr für einen ersten Platz im Wettschwimmen bekommen hatte. Sie war auch schneller mit den Hausaufgaben fertig. Und was die Zensuren anging, so bekam sie meistens eine 1. Fertig. Brandon arbeitete hart an seinen Aufgaben, aber er bekam immer nur eine 2 oder eine 3. Manchmal sogar nur eine 4. Selbst wenn Brandon mal allein sein wollte, war sie da. Denn sie war gern mit ihm zusammen. Lass mich allein, bitte. Was stört dich denn an mir? Dass du geboren bist. Wie kannst du das sagen? Ich hasse dich. Lass das. Ich hasse dieses Programm. Es ist doof. Lass es an. Ich will das sehen. Dann hast du Pech gehabt. Du machst es nicht wieder an. Na, hau ab. Hilfe. Geh runter. Du bist so schwer. Mama. Was ist denn hier wieder los? Ich war zuerst hier. Claire. Hör bitte auf damit. Das ist nicht fair. Er war gemein und eklig zu mir. Claire, geh bitte in dein Zimmer und spiel dort. Brüder und Schwestern können wie die allerbesten Freunde sein. Aber sie können sich manchmal auch ganz schön auf die Nerven fallen. Angenommen, ihr wärt Claire oder Brandon. Was würdet ihr jetzt wohl denken?